Also, meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten Vlog. Heute mal etwas kürzer. Ich fahre hier gerade in der Villa Pampa rum und habe ein bisschen was aufgenommen und habe mich mehr oder weniger verfahren, einfach mal ohne Navi rumgepupst. Mal links, mal rechts, mal oben, mal unten. Das war eigentlich ganz lustig. Sind halt recht kleine Straßen hier mit, naja, ne, Residential Area, wie heißt denn das? Halt so residenzmäßig halt, ne? Die leben hier, genau, hier lebt einer. Und hier gibt's auch Ampeln und Scheiß. Boah, ihr könnt ihr die Moskitos sehen? Wir haben Januar, leck mich doch am Arsch. Also heute mal wieder mit zweiter Kamera, die rüttelt aber ganz schön rum da unten. Das kann ich gerade ganz gut sehen. Mal sehen, ob das eingeschnitten wird oder nicht. Vielleicht ist das auch wieder mal nichts geworden. Ansonsten, heutiges Thema ist eigentlich mein zweiter YouTube-Channel, den ich jetzt gerade dabei bin zu basteln. Und wenn jetzt einer fragt, warum braucht ihr denn zwei? Einer ist doch genug. Der erste ist ja schon scheiße. Was will er denn auf dem zweiten machen? Nein, es geht mir darum, dass ich mir vorgenommen habe, ein bisschen mehr auf Englisch zu machen. Und ich denke mal, dass es schwierig wird oder schwierig werden sollte, die YouTube-Videos hier großartig zu machen auf Englisch. Ich denke mal, wenn jemand Vlogs auf Spanisch machen würde und jedes 20. Video ist mal auf Englisch, dann würde ich auch nicht subscriben. Ja, und es ist halt so, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand kein Deutsch spricht, ich denke nicht, dass sie das subscriben, also auf dem Deutschen, auf diesem Channel hier. Deswegen habe ich jetzt zwei gemacht, dann kann ich das einfacher teilen, dann kann ich das hin und her bauen, einfacher gestalten auch. Und die Facebook-Page ist bis jetzt mehr oder weniger sowieso auf Englisch. Da sind ja auch kaum welche drauf. Also denke ich deswegen mal, jetzt ist der Zeitpunkt, das zu teilen und nicht irgendwie nach dem Sommer. Die erste Saison hat noch nicht mal angefangen. Ich habe jetzt hier in der Off-Season ein bisschen rumgekrebst. Das ist alles gar nicht so schlecht, denke ich mal, wenn ich das jetzt machen sollte. Deswegen wird das halt jetzt gemacht. Oh, ich hasse diese Buckelpisten hier. Und ich bin wieder irgendwo unterwegs, wo ich gar nicht hin darf. Ich meine nämlich, dass das ganze Stück um den See rum alles für Motorräder gesperrt ist. Aber mein Navi... Ja, genau, das war wieder geiles Timing. Aber mein Navi will mich hier lang haben. Da kann ich gar nichts für. Das ist nicht meine Schuld. Ich muss hier fahren. Mir ist erzählt worden, ich soll hier fahren. Also... Kurzes Shoutout, neuer Channel. Ich denke mal, für die Deutschen ist das alles gar nicht so wild, weil die meisten sind englischsprachig so weit dabei und die können eventuell beides gucken. Deswegen erzähle ich euch hier jetzt gerade drüber, damit ihr, wenn ihr Lust habt, auf dem anderen Channel auch nochmal subscriben könnt. Sorry, wenn das nervt, dass das jetzt zwei werden sollen. Deswegen springe ich jetzt einfach mal rüber und ihr könnt euch dann den linke Dings da angucken. Vielleicht hier. Was da genau kommen wird, weiß ich nicht. Aber ich habe mir schon überlegt, wenn man jetzt irgendwo hinfährt und macht ein Video über irgendwelches Zeugs. Keine Ahnung, irgendein Berg. Keine Ahnung, ich fahre zum Mount Fuji hin. Wenn ich da jetzt filme auf Deutsch, dann kann ich auch nochmal auf Englisch filmen und dann zwei machen und dann beide hochladen. Irgendwie sowas wird das werden. Außerdem komme ich um Englisch gar nicht drum herum, da meine Frau jetzt das erste Mal auf dem Moped gesessen hat letztes Wochenende. Was ich eigentlich filmen wollte, aber sie hat ein bisschen Bammel gehabt am Anfang und dann wollte ich sie nicht nerven mit der Kamera. Deswegen haben wir das jetzt noch nicht gemacht. Also die Dual-Vlogs mit Weifchen, die werden kommen. Ne? Die werden dann aber allerdings auf der englischen
hier auf dem englischen Channel hochgeladen. Weil so untertitelmäßig, oh, das war ein ganz schöner Krampf, das mit dem Untertitel einzublenden und über dieses YouTube-Gemüse da, Captions, keine Ahnung, was das auf Deutsch ist, das da einzusetzen. Das Geschreibe hat auch 100 Jahre gedauert. Und außerdem habe ich herausgefunden, dass wenn ihr Probleme habt, von wegen Third-Party-Music und so weiter, dann kriegt ihr auch Ärger. Dann könnt ihr da gar keinen Untertitel drunter setzen. Das hat mich ewig genervt. Für den Walkaround, den ich da gemacht habe auf Deutsch, da habe ich mich hingesetzt und habe halt Untertitel geschrieben, eben, und wo ich es dann reinspielen wollte. Man kann das nämlich schon hochladen, aber man kann es nicht anzeigen. Und bei mir selber wird es angezeigt, aber bei euch nicht. Da habe ich entweder irgendwas falsch gemacht, weil ich zu blöde war. Aber ich meine, es ist so, dass das wegen dieser Third-Party-Music nicht geht. Also Untertitel, nee, lass mal. Ach, hier sind wir. Ich kenne ja, wo ich bin. Das freut mich immer. Ich bin hier schon mal gewesen. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum der hier vorne gerade so auf die Eisen gegangen ist und ordentlich links und rechts geguckt hat, das gibt in Japan halt so Gesetze, dass wenn ihr eine Bahnschranke überquert mit dem Auto, müsst ihr anhalten und links und rechts gucken. Das ist also so Vollstopp, hier so stoppschildmäßig. Wenn ihr nicht guckt, dann kriegt ihr auf den Arsch, also dann zahlt ihr Strafe. Und wenn ihr jetzt meint, na, wer soll das denn missen, wer soll das denn sehen? Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, dass ich gefahren bin mit dem Motorrad und ich halte auch immer artig an. Also ich bleibe nicht so stark komplett stehen wie die Autos. Aber mir ist schon zweimal passiert, dass denn da auf der anderen Seite der Schranke, auf der linken Seite irgendwo, steht einer hinterm Baum, so ein Polizist mit einer Kelle und guckt sich die Autos an. Und wenn sie nicht anhalten, dann macht das zack und dann ist die Kelle raus und dann wird gewunken und dann schreiben sie euch auf. Da sind die hinterher. Deswegen an der Bahnschranke anhalten. Und es ist auch so mit dem Verkehr hier, das macht ja auch Sinn, dass die dann anhalten und gucken, dass auf der anderen Seite genug Platz ist, damit sie auch weiterfahren können. Ne? Wenn man sonst so einfährt, wenn da drüben noch stockender Verkehr ist, dann schreiben sie dich auch auf. Das gibt hier ja ohne Ende Bahnübergänge mit diesen ganzen Zügen, die sie hier haben. Also kurzes Update zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Ich werde hier auch nicht aufhören. Es gibt weiter deutsche Vlogs. Mal sehen, wie sich das auf der englischen Seite da entwickelt. Aber erstmal die Saison rumbringen, denke ich mal. Auf Wiedersehen!